Moin zusammen, Janis hier. Ich spiele noch eine Blitz. Wobei, ist es noch Blitz? Ja, es ist noch Blitz. 3 plus 0, also kein Increment. No Bullshit, just Jess sozusagen. Gegen Genkral Enes. Klingt so ein bisschen türkisch. Schau mal. Es ist türkisch. Ja, guck. Ich kenne die Welt. Dann wollen wir mal sehen, wie wir dem da begegnen können. Ich nehme an, dass er hier den Vorstoß spielt. Nein, tut er nicht. Versucht stattdessen meinen Springer hier zu fangen. Spielen wir es mal so. Bin ich ganz sicher, ob das klug ist. Er verstärkt den Druck. Aber ich könnte jederzeit weg. Und ich nehme mal noch die Möglichkeit, hier reinzuschlagen mit Damenangriff, also sozusagen eine Abzugsvariante. Wer mein letztes Video gesehen hat, weiß, dass ich da die schlechteste Taktikwertung habe. Das wollen wir doch mal sehen, ob das stimmt. Jetzt ist der Angriff hier wirkungslos, weil mein Läufer selbst auf die Dame zeigt. Der Springer hier auf FC6 tat das vorher nicht. Der Bauer hier hängt lose. Und der darf jetzt auch auf diesem Wege das zeitliche Segnen. Mit dem Springer hätte ich Probleme bekommen nach Bauer D5 und dem schwierig zu verteidigenden eigenen Bauern auf B7. Versuche mal die Dame ein bisschen zu ärgern. Überlegt, ob ich schlagen will, aber wenn er die Dame dann bequem hier auf ein gutes Feld kriegt, das kann er schön auf seine Kosten und seine Zeit machen. Da möchte ich nichts zu beitragen. Wir befestigen mal die Stellung, auch weil das den Bauern hier, Bauernstrukturen, schönen Gruß an. Oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ist das peinlich. Es fängt mit Schach an. Ich habe zu lange wirklich keine Schachvideos mehr gemacht und auch zu wenige geguckt. Das rächt sich jetzt. Verzeih mir, Schach-Dingsbums. Bauernstrukturmeister. Mann, ich. Totalausfall. Was ist los mit mir? Hoffentlich kann ich wenigstens noch Schach spielen. Genkral Enes wird das für euch testen. Der Springer gabelt hoffentlich von da aus nichts. Und wenn er schlägt, möchte ich mit der Dame dann nachhassen. Und ihn da weit vorgerückt erwischen. Das ist ja so ein bisschen manchmal der Mechanismus, dass jemand, der zu weit nach vorne rückt. Oh, jetzt hätte ich fast Dame G4 gespielt, Dame G5 gespielt. Eieieiei. Pass auf dich, Janis. Ist so vielleicht. Er wird jetzt hier rauskommen, denke ich. Aber vielleicht kann ich dann. Ist mir das alles wurscht? Ist es so offen, dass ich das riskieren kann? Ich glaube schon. Jetzt braucht eh keiner mehr rochieren. Und er hat zum Glück vergessen, dass er mit dem Läufer hier eine. Ups, mit dem Läufer hier auf F4 eine Verantwortung hatte. Nämlich den Bauern auf E5. Kann ich hier hinschlagen? Ja, müsste gehen. Die Dame hat zum Glück keinen Support gegen F7, sonst wäre es ein bisschen eklig, hier so freie Linien, Turm runter. Das wäre das, was ich mir an seiner Stelle jetzt überlegen würde. Und ich muss gucken, ob ich dann dagegen genug Widerstand leisten kann. Ja, hier ist ein verlockender Bauer, ne? Aber ehrlich gesagt will ich lieber hier hinten bei meinen Figuren sein. Ich traue es mich aber nicht. Manchmal ist das so. Auch bei mir. Selten genug, aber diesmal habe ich mich aber nicht getraut. Ich glaube, ich würde kurz rochieren. Wenn er verdoppelt, wenn er es nicht tut, muss ich den Bauern erstmal schützen. Und habe damit auch wieder nochmal ein besseres Bataillon ergreift hier. Beißt hier zweimal auf Granit so rum. Da kommt das Grill her. Er greift nicht, sondern er beißt, aber dafür auf Granit. Und jetzt habe ich hier eine Gabel, die ich hätte auch gleich vielleicht schon spielen können. Jetzt kann ich sie nicht mehr spielen, witzigerweise, weil der Läufer die Dame wieder zur Deckungsfigur hier unten macht. Ich habe wenig Zeit. Sagt mir doch was, Freunde. Ich muss mich. Oh, ich wäre trotzdem gegangen, die Dame deckt doch C3. Eieieiei, was ist denn los? Sag mal. Ah! Entweder muss ich mehr oder weniger Schach spielen. Ups. Vielleicht zieht das ja nicht, dann ist die Sache durch. Aber er denkt nach, das ist. What? Okay. Take it.
Ups. Das wird jetzt nochmal tricky. 14 Sekunden habe ich. Jagen wir mal den Läufer ein bisschen. Und dann versuchen wir hier. Ups. Versuchen wir ihn hier zu fangen. Ich werde ihn doch vielleicht kriegen. So. Ah, hängt doch einfach. Ich kann ihn einfach nehmen. So, aber die Zeit. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Die heilt vielleicht alle Wunden, aber ich glaube, sie gewinnt nicht diese Partie für mich. Ah, schade. Aber es ist eine gewonnene Stellung. Na gut, vielen Dank, dass ihr dabei wart und mitgelitten habt. Turmenspiele, eine meiner großen Stärken. Ich darf nochmal auf mein letztes Video verweisen mit den Schachaufgaben. Da habe ich das so halb unter Beweis gestellt. Guckt euch das an, ich blende es euch oben ein. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video geguckt habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ich freue mich wie immer über ein Abo, über einen Kommentar, über eine Herausforderung. Ihr wisst schon, alles, was auf YouTube Spaß macht. Und bis dann. Macht's gut. Ciao.